Jetzt schon wieder. Jetzt ist es wieder flüssig. Ja, warum wir hier beginnen, das liegt einfach daran, dass es nicht gespeichert hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das eingebildet habe, aber eigentlich stand ja oben, als wir zumindest den Dialog mit Deputy Thornton hatten, Spiel gespeichert. Deswegen habe ich dann einfach das Spiel beendet und habe dann einfach die erste Aufnahme mir angeschaut und muss ich schon sagen, bin ich soweit zufrieden, abgesehen halt von diesem FPS-Einbruch. Und ich bin auch wieder auf die andere Seite gewandert. Das hat sich, also es war nicht so schlecht, wie ich mir das gedacht habe, aber ich bin jemand, ich war da leicht abgeschnitten von der linken Seite, weil da meine Kamera aufgehört hat. Und das seht ihr ja hier nicht, weil hier habe ich, ne, sieht man nur hier, dass ich dann das Ende des Bildschirms habe und ich mag das halt nicht so abgeschnitten zu sein. Deswegen bin ich wieder auf der anderen Seite. Und ja, wir werden uns jetzt um die Leiche kümmern und werden uns jetzt nochmal diese wundervolle Zwischensequenz anschauen. Deputy Thornton, nehme ich an. Das bin ich, zu Ihren Diensten und bereit, den Fall zu lösen. Die Leiche liegt hinter dem Laden. Kommen Sie, ich zeige sie Ihnen. Schön, Sie in einem Stück zu sehen, Anderson. Im Wald kann es gefährlich werden. Ja, schauen wir uns nachher nochmal an. Sie sind also vom FBI. Das ist cool. Sie machen Jagd auf Serienmörder und liefern sich Schießereien mit dem Mob. Und genau. Die UFO-Vertuschungen. Die gibt es wirklich? Sucht ihr noch Leute? Sehen wir uns die Leiche an, ja? Hier wurde der Mord begangen. Er lag auf dem Tisch. Wir haben nichts angefasst. Sie wissen schon, die Vorschriften und so. Danke, Deputy. Keine Plane. Sie schulden mir einen Kaffee. Okay. Untersuchen wir zuerst unseren Ehrengast. Passt das zu den Mustern der vorherigen Morde? Schritt 1. Die Leiche untersuchen. Ja. Die würde ich sehr gerne untersuchen. Ach, hier. Die Leiche liegt auf dem Tisch. Wie bei einem Ritual. Du hast dein erstes Schlüsselbild freigeschaltet. Platziere es auf der Falltafel im Gedankenraum. C erlaubt es Saga, die aktiven Hinweise zu sehen. Wähle das Schlüsselbild mit linke Maustaste aus, um es auf die Falltafel zu platzieren. Tatort am Cauldron Lake. Noch eine Leiche taucht auf, als wir in die Stadt kommen. Zufall? Wird ein Schlüsselbild auf die Falltafel gelegt, beginnt eine neue Untersuchungsreihe. Im Wald in der Nähe von Brightforce wurde eine weitere Leiche entdeckt. Perfektes Timing. Ich muss herausfinden, ob der Fall mit den Morden in Verbindung steht, die wir untersuchen. Übereinstimmung mit vorherigen Morden? Wenn ein Schlüsselbild platziert wird, erzeugt es eine Frage. Ziele sind auf der Falltafel in deinen Zielen einsehbar. Untersuche den Tatort. Okay, das werden wir auch machen. Das Herz wurde schon mal rausgeschnitten, ne? Man hat hier diese tiefe Schnittwunde. Und auch diesen aufgeblähten Körper. Blutergüsse von den Gurten, mit denen er gefesselt wurde. Hab das Herz. Inzidente Stichwunde, Brustkorb aufgeschnitten, Herz entfernt. So. Herz in der Nähe des Opfers. Das Herz wurde entfernt und auf dem Tisch neben der Leiche zurückgelassen, wurde der Mord unterbrochen. Schweres Thoraxtrauma. Das stimmt mit den früheren Morden überein. Herz aus Brust entfernt. An Handgelenken festgebunden.
passt definitiv zu den anderen Morden. Doch diesmal wurden Herz und Fesseln zurückgelassen. Alles weitere Hinweise. Damit wissen wir nun von 4 Morden. Die Hinweise haben die offenen Fragen gelöst und eine Schlussfolgerung freigeschaltet. Im Laufe der Untersuchung werden neue Fragen freigeschaltet, die deine Ziele aktualisieren. Du kannst dir die aktualisierten Ziele ansehen, indem du sie drückst. Erfahre mehr über das Opfer, erfahre mehr über die Mörder. Du kannst jetzt die Falltafel untersuchen und sie verlassen, um neue Hinweise zu sammeln. Rede mit jemandem, finde Beweise. Okay. Ach, wir sind hier. Was ist ein Warenhaus? Witches Hut? Ah, okay, alles klar. Wie sagen wir? Bolzen. Ah, relevanter Ort. Okay, also haben wir schon alles mehr oder weniger entdeckt. Okay. Beziehungsweise wird darauf eingezeichnet, wo wir was benötigen. Das ist schon mal gut. Waffenverbesserung 6. Oh, F. Caseys Lieblingsmarke. White Belly. Schmeckt furchtbar. Was ist denn das? Ist es Whisky? Der erste Streich, den ich Casey gespielt habe. Ist es Salz? Klassiker. Okay. Und der Klassiker, der besteht jetzt aus was genau? Ich kenne mich jetzt mit Klassiker nicht so aus. Diese Tasse heitert mich immer auf. Nicht die schlimmste Mama. Also normalerweise schenkt man ja You're the best mother oder der beste Vater. Der Fall des Mile High Stranglers. Darauf bin ich stolz. Urkunde für besondere Verdienste an Agent Sage Anderson, Datum 8.8.2019, Supervisor Special Agent Stacy Merrow. Okay, für was? Ich hoffe so sehr, dass wir Brightfall Folgen wieder haben. Warum ist das jetzt gelb? Oh. Alex Casey Lunchboxen, stimmt, das haben wir auch noch. Relevante Orte, Fälle, erfassen Objekte und Informationen, die Saga erworben hat, um den Fortschritt der Sammlung aufzuzeichnen. Es kann kein Zufall sein, hier eine Casey-Film-Lunchbox zu finden. Noch eine Botschaft? Wahrscheinlich machen die sich über ihn lustig, über Casey. Für später. Bright Falls, finde Beweise. Cauldron Lake. Oh, Moment. Viele, alles klar. Wer ließ sie zurück? Ich habe eine merkwürdige Lunchbox gefunden. Wer hat sie hier zurückgelassen? Vielleicht gibt es noch mehr. Wer ließ sie zurück? Ich sag mal so, ich glaube, Vermutungen von mir sind vielleicht gern gesehen. Ich denke, das war Alan Wake. Obwohl man ja auch nicht so genau weiß, ob man sich bei Alan Wake 1 die ganze Zeit, also wenn man in dieser Schattenwelt, Schattenmensch-Situation gewesen ist, ob das tatsächlich in der Realität stattgefunden hat, muss aber ja, weil der Agent Nightingale wurde ja dann von dem Dunklen verschlungen und Sheriff Baker war ja auch vor Ort. Aber da weiß man auch nicht, ob das einfach so geschrieben worden ist. Vor allen Dingen auch mit Zack, denn er hat ja den Klicker reingeschrieben, den Alan Wake ja dann gefunden hatte. Oh Gott, alles. Wer ist Fragen unser Opfer? Fragen. Wer tötete ihn? Wir müssen mehr Hinweise finden. Auf dem Tisch ist viel Blut zu sehen. Das Opfer ist hier gestorben. Ach, wirklich? Ich sag mal so, wenn er hierher geschleppt worden ist, hätte man zumindest eine Blutspur noch sehen müssen. Es waren mehrere Leute hier. Mehrere Killer. Aber müssen nicht eigentlich vom Regen schon weggewaschen worden sein? Jemand musste schnell weg. Und warf dabei das Stativ um. War es für eine Kamera? Jemand hat hier Bier getrunken. Hat offenbar gewartet. Wussten die, dass er kommt?
Warte. Hier gibt es einige Aktivitäten und wahrscheinlich, dass unser Mörder alleine arbeitet. Nicht? Okay. Laut den Stiefelabdrücken mehrere Täter. Eine echte Party. Sie haben ein echtes Chaos hinterlassen und wurden sie ertappt oder waren sie schlampig? Mehrere Angreifer anwiesen chaotischer Taten verbreitet. Verbrechen aus Leidenschaft vorsätzlich. Ich sag mal so, wenn man viel getrunken hat oder einen über den Durst, dann würde mir jetzt nicht in den Sinn kommen, irgendwelche Leute das Herz rauszureißen und beziehungsweise erst einmal die Person zu fesseln. Okay. Da haben wir erst einmal alles. 1, 2, gut, die 3. Könnten wir eigentlich noch haben. Das war dann bei der 2. Okay. Die Frage stellen wir später. Ich würde einfach mal ganz schnell. Ach, hier kommen wir ja nicht hin. Ich werde mich umsehen. Bis später. Lassen Sie sich Zeit. Versperrt. Sie wollen wirklich nicht, dass hier jemand reinkommt. Achso, ja. Lass mich uns noch mal kurz die Hütte hier anschauen. Bevor wir ihn fragen, ob sie das Opfer identifizieren konnten. Ich möchte mich kurz umsehen. Sie wissen ja, wo ich bin. Aber das sieht schon so verlassen aus. Eigentlich schon echt traurig. Aber die Waschmaschine bzw. die Trockner, ich glaube, das ist ein Trockner, sehen schon ganz gut aus noch. Montag, 3.9. Verdächtige Aktivitäten entdeckt. Der Mörder glaubt, eine Bewegung im Gebüsch gesehen zu haben. Es wurden Fußspuren in der Gegend gefunden, aber einige wurden vom Mörder beschädigt. Anmerkung für mich, den Mörder besser ausbilden. Dienstag, 4.9. Nicht zu berichten, im Partiere wie immer. Mittwoch, 5.9. Nachts sind Jäger unterwegs, Wilderer. Ich habe ein paar Schüsse gehört, nicht von uns. Wir müssen ein Auge auf diese Leute haben, sonst erleben sie noch ihr blaues Wunder oder eher das rote Wunder. Wo das blaue Wunder ja eher auf ein blaues Auge abzielt. Hier miteinander. Gute? Anderson. Hey, gehen wir wieder an die Arbeit, ja? Armer. Ah, das ist Armer. Auf einem Tisch Karten und Poker anscheinend, okay. Hier, ich habe hier noch wichtige Ermittlungen durchzuführen. Sie haben viel Müll zurückgelassen. Nicht sonderlich penibel. Dears, Live Music, okay. Natürlich ist abgeschlossen. Gespräch, verschlossene Tür, verschlossene Tür. Hexenschild, Witchsat. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges übersehen. Also ich habe versucht, wirklich alles wieder mitzunehmen, was wir bei unserem Durchgang schon herausgefunden haben. Wäre wirklich gut zu wissen, ob man hier auch wieder zurückkehren kann. Schön, Sie in einem Stück zu sehen, Anderson. Im Wald. Im Wald könnte es gefährlich sein. So, Fälle. Also für später. Okay, warum habe ich denn dann überhaupt einen Hinweis gefunden, wenn ich ihn jetzt nicht anwenden kann? Ist das Opfer bekannt? Na klar.
Sein Name ist Nightingale. Er war beim FBI und kam vor 13 Jahren hierher. Vor 13 Jahren? Und seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Naja, bis jetzt. Nightingale? Robert Nightingale? Ja, ich glaube, Sie kannten ihn. Waffenbrüder. Und Schwester. Das war der Nightingale, der ja Alan Wake verfolgt hat im ersten Teil und ihn eigentlich festnehmen sollte, aber man hatte eher das Gefühl, er wollte ihn umbringen, aber war zu doof, um die Waffe richtig zu halten, weil er halt einen T hatte. Aber er wurde ja im vorletzten Kapitel, glaube ich, als Alan Wake mit Barry in der Polizeistation bzw. hinter Gittern saß, ist der Nightingale wieder durchgedreht und wurde dann von dem Dunkel verschlungen. Weil es so geschrieben wurde, glaube ich. Aber ich bin nicht ganz sicher. Und jetzt wissen wir aber, was mit ihm passiert ist. Ich glaube, er ist einfach jetzt freigelassen worden oder keine Ahnung, was das Dunkel sich jetzt dabei gedacht hat. Und ja, weil er kam ja aus dem Cordon Lake gestapft. Achso, das Opfer. Ja, Entschuldigung. Ich muss noch mit der Mechanik mich vertraut machen. Man hat 13 Jahre nichts von ihm gehört. Warum ist er jetzt aufgetaucht? Wo war er? Er war wahrscheinlich in dem See und der See, oder der, ja, Lake, der hat wahrscheinlich einfach eine andere Zeitrechnung. Das heißt, Alan Wake ist auch seit 13 Jahren verschollen. Sie kannten also unser Opfer? Ich habe ihn zuerst nicht erkannt. Aber ja, bin ihm in Quantico ein paar Mal über den Weg gelaufen. Wir hatten keine Fälle zusammen. Nachdem sein Partner im Einsatz getötet wurde, drehte er völlig durch. Er wurde danach gleich entlassen. Okay. Symbole in der unteren linken Ecke zeigen an, dass Krieg innerhalb dem Gedankenraum verfügbar ist. Was passierte, nachdem er gefeuert war? Was ist mit Nightingale passiert, nachdem das Büro ihn gefeuert hatte? Ich kenne nur die Gerüchte. Depressionen führten zum Alkohol und dann zu Paranoia. Er hatte verrückte Theorien und jagte Geister, bis er verschwunden war. Er landete wohl hier. Ich wette, da steckt mehr dahinter. Aber kein Happy End. Er ist also seit 2010 verschwunden. Nightingale ist vor 13 Jahren verschwunden. Seit 2010. Genau wie bei allen anderen Opfern. Passt auf jeden Fall zum Muster. Ich frage mich, was in diesem Jahr passiert ist. Etwas, das die Stadt lieber vergessen möchte. Ja. Das sind aber unsere hier zwei... Ich glaube, das war alles. Zumindest vorerst. Ja. Schon eine Idee? Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Unsere zwei Opis, Odin und Thor, die müssten da eigentlich schon das Zeitliche gesegnet haben, oder? Casey Nightingale drehte durch, das FBI feuerte ihn. Robert Nightingale, Ex-FBI, kam vor 13 Jahren nach Bright Falls. Daten des Opfers Robert Nightingale, ehemaliger FBI-Agent, Geisteszustand zum Zeitpunkt des Verschwindens fragwürdig. Das war tatsächlich fragwürdig. Vorsätzlich oder spontan? Stativ in der Nähe der Leiche. Wahrscheinlich würde ich das nicht unbedingt vorsätzlich nehmen, weil man kann ja auch einfach eine Kamera mit in den Wald nehmen, um Bilder von der Natur zu machen. Ja, Entschuldigung. Sieht neu aus. Stammt von den Mördern. Warum? Um eine Kamera anzubringen für einen Snuff-Film? Was ist denn ein Snuff-Film? Zurücklassene Kühlbox. Sie planten den Mord hier, um die Zeit zu überbrücken. Die Ausrüstung lag bereit. Sie warteten auf ihn. Aber warum Nightingale? Er ist seit 13 Jahren verschollen. Warum hier? Warum jetzt? Opfer kam aus. Profilerstellung. In den Kopf der Zielperson gelangen. Sehen, was sie sah. Fühlen, was sie fühlte. Das Wissen nutzen, um aus einer Intention eine Enthüllung zu machen. Es zusammenfügen.
Okay, dann machen wir das mal. Mit Hilfe von Profiling in Sages Gedankenraum kannst du in die Köpfe von Verdächtigen und Opfern eindringen. Oh, Profiling liebe ich ja. Ich bin ja auch ein sehr großer Fan von Criminal Minds gewesen. Obwohl, wenn man es mal so nimmt, Criminal Minds dann einfach mal das Gleiche gewesen ist. Aber das war schon cool, dann einfach so die Muster oder Charaktermuster von den Mördern zu sehen, woran man dann erkennt, oder es ist ja einfach nur fiktiv, aber es gibt auch genügend echte Fälle, wo man dann sieht, ah, okay, das ist der Grund oder könnte einer der Gründe sein, warum die Person durchgedreht ist, beziehungsweise dann eine Mordserie gestartet hat. Das war also zumindest die Mordfälle, die ich angeschaut habe, oder die Serienkiller-Dokumentation, war es meistens in der Kindheit. Die Mutter hat den Sohn nicht geliebt oder vernachlässigt oder andere Sachen mit ihm gemacht. Und dann war die Kinderseele so angeknackst, dass er dann halt das einfacher auf andere Frauen projiziert hat, wo er dann älter war. Und hat dann halt Frauen, die der Mutter ähnlich waren, getötet. Also das sind so meistens, also das heißt meistens, aber die Dokumentation, die ich angeschaut habe, da war das dann meistens so der Hintergrund, der halt in der Kindheit lag. Meistens war es gefühlt die Mutter. Also das ist dann schon sehr interessant zu sehen, wo man dann sagen kann, okay, hier war mehr oder weniger der Kipppunkt. Genau wissen kann man es ja nicht, aber gibt halt viele Andeutungen. Vor allen Dingen, wenn man dann das Opferprofil erstellt und dann merkt, oh ja, da gibt es schon sehr große Ähnlichkeiten. Dank ihrer Intuition kann Saga neue Hinweise durch das Profiling interessanter Personen gewinnen. Vermisste Person. Agent Nightingale wird seit 13 Jahren vermisst. Wie ist er hier gelandet? Hoch vom See, der kein See ist. Es ist dunkel. Er war auch dort. Du darfst nicht in den See, bis er es dir erlaubt. Robert Nightingale stieg vor seinem Mord aus dem See heraus. Ja, vor seinem Tod, weil Mord würde ja sein, wenn er jemanden getötet hat. Nightingale wurde als Opfer ausgewählt. Warum? Ich lege den Schalter um. Es macht Klick. Kein Licht. Aber da ist jemand. Jemand ist zu Hause. Es handelt sich dabei nicht um eine zufällige Gewalttat. Es war ein Ritual. Und Nightingale war Teil davon. Für sie war er keine Person, sondern eine Art Behältnis. Okay. Karte, Falltafel. Nightingale kam vom Cauldron Lake. Ich spüre, dass Nightingale vom See gekommen ist. Aber warum jetzt, nach 13 Jahren, wo war er all die Zeit? Na, im See, im Dunkel. Wenn man Alan Wake 1 gespielt hat, kann man sich eins schon ein bisschen zusammenreimen. Haben wir jetzt hier noch irgendwas Neues? Nein. Okay. Mord am Cauldron Lake. Gut. Der See steht mit Nightingale in Verbindung. Wir müssen dann eigentlich, wo müssen wir denn genau hin? Hier hin? Schau dir das Seeufer an. Das wäre dann eigentlich hier, oder? Das ist Flussufer. Und dann gibt es hier irgendein Seeufer? Ich glaube, nicht wirklich. Casey, sehen wir uns unten beim See um. Gehen Sie vor. Klingt gut. Hier lang, oder? Ja. Okay, dann so. Warte ich einfach hier. Ist das eine der Vermutungen, Anderson? Ist etwas am See passiert? Ich glaube, Nightingale kam aus dieser Richtung. Vom See. Vermutlich auf der Suche nach Unterschlupf. Sie haben ihn erwartet. Wenn du Zeit hast, würde ich gern hören, was du bisher herausgefunden hast. Naja, so schwierig ist das nicht. Nightingale war allein nachts im Wald unterwegs. Und vermutlich nackt. Die Killer wussten, dass er hier war, lauerten ihm auf, zerrten ihn zum Zeltplatz, fesselten ihn an den Tisch und schnitten ihm das Herz heraus. Doch dann wurden sie von den Zeugen gestört, den Bookers.
Der Auftrag ist damit nicht erfüllt. Hört sich ziemlich kompliziert an. Warum ist der Typ zu dieser Jahreszeit nackt baden gegangen? Den Teil habe ich noch nicht verstanden. Aha. Fragen über Fragen. Viele Antworten warten auf uns. Dass ich liebe diesen Teil. So groß werden. Irgendwie unheimlich. Ja. Sie müssen öfter mal raus. Aber irgendwie ist es schon unheimlich. Wollen die schwarzen Fußabdrücke. Spuren. Barfuß. Von Nightingale? Sie führen unter den Felsen. Macht keinen Sinn. Ein Stück Papier liegt auf dem Boden. Eine Seite zur Hälfte beschriftet. Kein Ausdruck. Mit Schreibmaschine verfasst. Altmodisch. Linien durchgestrichen und Notizen hinzugefügt. Ein Manuskript. Eine Seite. Der Mörder hinterließ eine Botschaft. Er ist für uns. Der Text handelt von uns. Das Opfer war einer der Iren. FBI Special Agent Robert Nightingale. Und dann war da noch diese Seite. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Die Worte zu lesen. Diese Worte glichen einer Botschaft. Jemand wusste, dass sie hier waren. Jemand, der mit ihnen spielte. Eine Einladung. Wie konnten sie ablehnen? Auch wenn sie wussten, dass es sie verletzen würde. Jemand hat uns beobachtet. Hier wird ein krankes Spiel mit uns gespielt. Sie hatten recht. Das ist genau mein Ding. Nightingale kam hier entlang. Entweder verlor er diese Seite, oder die Killer ließen sie zurück. Die Seite. Haben wir noch Profiling? Die Seite. Wir haben eine Seite im Wald gefunden. Eine Geschichte über diese Ereignisse. Welche Rolle spielt Nightingale dabei? Ich trage seine Worte jetzt nah an meiner Brust. Innen. Die schreckliche Wahrheit. Du musst sie austragen. Es steckt etwas in ihm drin. In seiner Brust. Ich muss wissen, was. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, eine Manuskriptseite. So, nee, warte, ich wollte... Genau. Spur verloren. Fußspuren, die aus dem Felsen kamen. Er ist durch einen Felsen hindurchgegangen. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, er kam vom See. Aber die Spuren ergeben keinen Sinn. So viel Unbekannte ergibt keinen Sinn, stelle ich die falschen Fragen. Nightingale verbirgt etwas in sich. Ist hier sonst noch was? Hier gibt es nichts mehr zu sehen, als ich dachte, ich muss die Leiche in der Stadt genau untersuchen. Das Lesen der Worte dieser Worte fühlte sich an wie eine Botschaft, jemand, der ein Spiel mit ihnen spielte. Habe hier alles gefunden. Zeit, die Leiche zu obduzieren und nachzusehen, was sie verbirgt. Genau, sehe ich absolut. Ja, hier gibt es nichts weiter mehr. Ich muss die Leiche zur Untersuchung in die Stadt bringen. Okay. Casey. Ich glaube, dass etwas in Nightingales Leichnam gesteckt wurde. Die Deputies sollen die Leiche zur Leichenhalle bringen. Okay. Wer auch immer diese Seite schrieb, ließ sie wie eine Geschichte aussehen. Wie aus einem Thriller. Ich hasse das alles. Laut dem Text würden wir mehr finden. Ich glaube ihm. Aber aus welchem Grund? Sie verdrehen die Ereignisse, um ihre eigene Geschichte zu erschaffen. Aber wozu? Um eine Fantasie aufrechtzuerhalten? Ihre Wünsche zu projizieren? Sind wir Charaktere oder das Publikum? Zeugen ihres Entwurfs? Oder alles? Es geht nur um Kontrolle. Die Entscheidung, was wem zustößt. Lassen Sie sich nicht reinziehen. Zu spät. Ich bin schon süchtig. Ich brauche das nächste Kapitel.
Ach, das steht da noch. Hey, Sie sind zurück. Hm. Gut. Ich hoffe, die tiefen Pfützen waren kein Problem. Heftige Überflutung da unten, oder? Genau wie ich gesagt habe. Bringen wir die Leiche zurück in die Stadt. Deputy, bringen Sie die Leiche für eine genaue Untersuchung in die Stadt. Sofort. Ja, aber der Gerichtsmediziner kehrt erst in einer Woche nach dem Hirschfest zurück. Kein Problem. Ich schaff das selbst. Oh, und Sheriff Breaker hat angerufen. Er hat die Bookers im O'Dea Diner in der Stadt getroffen. Oh, und ich habe einen Schlüssel fürs Tor. So kommen Sie schneller zum Parkplatz zurück. Einfach die Hülle. Danke. Bisschen zur Abkürzung. Aber warte mal. Danke. Michi, auch Spiegelspeicher da oben. Bin gleich wieder zurück. Okay. Ich will noch mal kurz was nachschauen. Und zwar, wir sind hier. Obwohl, hier hatten wir relevante Ort. Ein Auto. Wir haben ja von hier unten. Bolzenschneider, relevanter Ort. Aber wir haben ja schon alles entdeckt. Also ich würde trotzdem... Nochmal ganz schnell zurück. Ich will nur was gucken. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Wie gesagt, die Lunchboxen. Da wissen wir ja schon, dass zumindest beim Cauldron Lake es noch einige gibt. Und da ich nicht weiß, ob wir hier jemals zurückkommen, gehe ich lieber auf Nummer sicher. Und guck euch noch mal da drüben um. Aber ich glaube, dort haben wir die erste Lunchbox gefunden. Das ist doof. Dass ich nicht, Holen wir das Auto und fahren wir nach Bright Falls. Wir müssen mit den Zeugen, den Bookers, reden. Okay. Beim Diner, oder? Ich könnte einen Kaffee vertragen. Probieren wir die Abkürzung vom Deputy aus. Klingt gut. Denk da daran, ist noch eine Lunchbox. Es ist nur ein schlechter Tag, kein schlechtes Leben. Aber wenn du einen guten Tag hast, ignoriere die ganze Sache. So, jetzt haben wir noch eine Lunchbox gefunden. Okay, guck mal, hier wird das alles eingezeichnet, wo wir nicht hinkommen. Das ist natürlich cool, dass sich die Karte automatisch selber aktualisiert. Ich hoffe so sehr, dass das Kampfsystem nicht ganz so schlecht wird. Wie im ersten Teil. Obwohl man beim ersten Teil auch sagen muss, dass es halt schon sehr alt ist. Kann man dem jetzt nicht wirklich einen Vorwurf machen? So, abgesehen von den Morden ist das ein schönes Städtchen. Der Wald. Die gemütliche Hütte. Wir sollten mal wandern, wenn wir Zeit haben. Das war einfach nur. Die Deputies sind der Sache nicht gewachsen. Hoffen wir, dass der Sheriff hilfreicher ist. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. So etwas Grausames sehen sie bestimmt nicht oft. Das stimmt. Wotan Falls. Ach, hier komme ich noch hoch. Guck mal. Ach nee. Ja, okay. Und hier kamen wir ja ursprünglich, also beim ersten Mal sind wir ja hier hochgegangen und jetzt müssen wir genau hier. Ich habe noch nicht alles durchschaut. Herz entfernt, ein Stativ. Spuren, die in eine Sackgasse führen. Ein Kamerastativ. Um einen Snufffilm zu drehen? Vielleicht. Was ist das? Und warum das Herz entfernen und dann wegwerfen? Damit wir etwas finden können. So, warte mal. Hier war das, ne? Hier hatte ich ja mir auch alles angeschaut. Und so, ne? Das. Und hier haben wir ja nichts weiter. Ja, und das ist ein besonderer Ort. Aber einen Bolzenschneider haben wir immer noch nicht gefunden.
Das geht mit bloßen Händen nicht auf. Nun gut. Dann gehen wir zurück und nehmen die Abkürzung. Das dürfte ja relativ schnell gehen. Aber es ist halt wirklich schon ein schönes Städtchen, ne? Aber ich glaube, wenn hier wirklich so ein grausamer Mord passiert, das ist dann, ich will nicht sagen, ist vom Gefühl her wahrscheinlich 100-mal schlimmer, als wenn das in der Großstadt passiert. Weil hier kennt ja jeder jeden. Und wenn man dann nicht weiß, ob der Nachbar der Mörder ist, also der grausame Mörder, dann wird man, denke ich mal, auch zum größten Teil paranoid. Zumindest würde ich das werden. Und er ist hier links gegangen. Aber mal so ein Detektivspiel oder so toll aus. Beziehungsweise ein Spiel in dieser, also mit dieser Grafik und mit dieser, ich sag mal, Spannung und, oder mit dieser Komplexität der einzelnen Sachen, das wäre halt schon mega cool. Das würde ich so durchsuchten. Vor allen Dingen, wenn es auch, sage ich mal, solche mysteriösen Morde ist. Morde. Geht. Mysteriöse Morde geht. Ja, ich glaube, das. Oh. Können wir mit ihm nochmal reden? Nein. Das würde ich schon echt gerne spielen. Schön, Sie in einem Stück zu sehen, Anderson. Im Wald kann es gefährlich werden. Vor allem mit einer Frau. So, wie der ganze Weg hier versperrt ist. Würde hier jemand, also zuletzt vor 20 Jahren gewesen sein. Wäre zuletzt jemand vor 20 Jahren hier gewesen, so rum. So, was haben wir hier? No entry. Oh, eine Lunchbox. Noch eine dieser Lunchboxen. Wir sitzen alle im selben Boot, Held. Ich wünsche dir einen heldenhaften Tag. Ach, danke. So, wie viel haben wir da jetzt? Ja, drei fehlen uns noch. Habe ich angemalte Steine, oder? Alex? Da. Aber warum steht bei dem einen ganz am Anfang relevante Ohr drin? Das verstehe ich noch nicht ganz. Cool, sie einfach hochgeht, ne? Hochklettert. Verdammt. Hätte ich gern bei ihm gesehen. Cultural Lake. Und wir sind jetzt hier. Okay, dann gehen wir erstmal hier hoch, ne? Wir schauen uns hier alles an. Ich glaube, ich habe was gesehen. Dauert nur einen Moment. Ich warte hier.
Die seltensten Wildtiere im pazifischen Nordwesten. Ich habe es endlich zum Cordon Lake geschafft. Mit der passenden Ausrüstung und meinen Talenten war der Zaun leicht zu überwinden. Nächstes Ziel der seltene und schwer zu findende Orangefleck-Waldsänger. Es ist zwar schon ein bisschen spät in der Saison, aber hoffentlich kann ich ihn noch erspähen, bevor er seine Reise in den Süden antritt. Ich habe ein merkwürdiges Verhalten bei den Vögeln in der Umgebung festgestellt. Sie wirken aufgeregt und schwärmen um den See herum. Es sind keine Raubvögel in der Nähe. Allerdings trägt der Wind einige seltsame Geräusche heran. Nichts, was ich wiedererkennen oder erklären könnte. Ich mache mir ein wenig Sorgen. Vielleicht sollte ich mir einen anderen Platz suchen, der sicherer ist. Die Geräusche kommen immer näher. Bis ins Landesinnere gezogen. Das Laub ist unglaublich. Ich muss im Herbst wiederkommen. Ich musste einfach eine Skizze von diesem prächtigen Bergahorn anfertigen. Allein wie die langässige Bartflechte herunterhängt, deshalb sind die Bäume besser als Menschen. Apropos, ich habe vorhin einen Trunkenbold durch den Wald torkeln sehen. Hat sich ziemlich seltsam verhalten. Vielleicht war er auf Drogen. Ich habe jedenfalls Abstand gehalten. Ich sollte mir wohl einen anderen Platz suchen. Wie lästig. Nachdem ich diesen verrückten Kerl gesehen hatte, beschloss ich, den Ort wieder zu wechseln und ein Stück den Berg hochzugehen. Ich habe einen fantastischen Aussichtspunkt zum Zelten gefunden, aber ich bin mehr an diesem Alaska-Zwiebelgras interessiert. Es breitet sich zwar stark aus, ist aber essbar und überraschend lecker. Vor etwa 10 Minuten habe ich ein paar Wölfe oder Wildhunde gehört, doch sie klingen seltsam. Tollwut vielleicht? Ich will los, aber die Sonne geht unter und mein blödes Telefon ist tot. Ich werde mich im Zelt verstecken und hoffen, dass sie verschwinden. Etwas stimmt hier wirklich nicht. Boah, ich würde alle meine ganzen... würde meine Sachen packen und so schnell kann man gar nicht gucken, wäre ich weg. Würde ich hier keine Sekunde länger bleiben. So, ne, hier. Genau. Kommen wir. Okay, komm nicht ganz rein. Hey, Casey. Was ist der Lieblingswein des Waldes? Bitte, Anderson. Der Waldmeister? Der Zweigeld. Kapier ich nicht. Klar tun sie das. Oh nein. Oh Gott. Oh nein, oh Gott. Ich dachte, ich würde festhängen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Also gut. Fahren wir zurück zur Stadt und treffen uns mit dem Sheriff im Diner. Okay. Dann gehen wir zurück, Bright Falls. Ich bekomme die Manuskriptseite nicht aus meinem Kopf. Wow, ziemlich beeindruckende Claire Arbeit. Haben sich bisher noch nie so direkt gemeldet. Ziemlich beeindruckende Arbeit. Mit ihrer Technik und ihren Vermutungen. Geht schnell voran. Ich wusste nicht, ob ich so einen Fall annehmen sollte, aber ich bin echt auf dieses Mysterium gespannt. Müssen Sie noch zur Lodge, um was von der Außenstelle zu besorgen? Bin bereit. Ich parke trotzdem hier. Ich möchte zum Diner und mir die Stadt ansehen.